Hallo, schön, dass du herzlich willkommen zurück bei deinen Joybombs. Wir quatschen heute über Gefühle. Einen Call, vor dem ich, Daniela, mich persönlich sehr lange gedrückt habe, aber heute ist es absolut fällig. Oder was meinst du, Sophie? Now is the time. Jetzt ist die Zeit. Lasst uns über eure Gefühle sprechen. Nein, eben nicht. Wir werden nicht über eure Gefühle sprechen. Magst du direkt mal anfangen? Magst du direkt mal eröffnen? Ja, sehr gerne. Also ich glaube, das Ding ist, warum wir uns ein bisschen gedrückt haben, diesen Call zu machen, ist, weil halt Gefühle so wahnsinnig bedeutsam und signifikant gemacht werden in dieser Realität. Also, was meine ich damit? Wir werden ja oft gefragt, so, ja, wie fühlst du dich? Und du musst in das Gefühl gehen und alles muss irgendwie ständig gefühlt werden. Und ich glaube, das ist halt mal wieder so die Keule, die wir jetzt auspacken für euch. Und deshalb war es vielleicht so, machen wir das nicht? Machen wir das? Reden wir wirklich darüber? Okay, let's go, wir machen es. Hier sind wir. Nicht, gell? Hier sind wir. Okay, also soll ich die Keule wieder schwingen? Bin ich Bad Cop und du Good Cop? Bad Joy Bomb. Das, was du einfach gerne sein möchtest, darfst du gerne sein. Also wenn du bist ja gerade eh so im Foundation Mode, also baller gerne raus. Ich lehne mich einfach zurück, stelle auf Stumm und okay, dann bin ich wieder Bad Joy Bomb und dann geht das Good Joy Bomb. Also was gibt es über Gefühle zu sagen? Tatsächlich ist es die niedrige Harmonie von etwas. Und zwar von eurer Wahrnehmung, ihr Lieben. Was ist denn schneller? Wahrnehmen oder Gefühle? Wahrnehmung ist die schnellere Energie. Die schnellere Harmonie, so nennen wir es gerne. Und was bedeutet das? Also eine Wahrnehmung, die ist so ganz flüchtig und schnell. Und darüber haben wir auch schon geredet in unserem Gewahrseins-Call. Also in unserem Gewahrseins-Podcast in der Folge. Und dieser Wahrnehmung vertrauen wir ganz, ganz oft nicht. Oder wir halten uns für verrückt, wenn wir Dinge wahrnehmen, für die wir keine Beweise haben auch. Und das ist aber das, was wir tatsächlich sind. Wir sind unendliche Wahrnehmung. Wir sind nicht unsere Gefühle. Ihr kennt ja auch schon das Tool, wem gehört das? Und das könnt ihr bei jedem Gefühl machen, das ihr habt, könnt ihr das zurückschicken, weil es definitiv nicht euer Gefühl ist. Und ich würde es auch so sagen, das Gefühl ist dann tatsächlich die Begrenzung von dem unendlichen Wesen, das ihr wahrhaftig seid. Mhm. Darf ich da direkt mal meine Keule schwingen? Ja, okay. Danke. Ich würde so gerne... Ja, ich stelle mich nur immer so auf stumm, weil ich das Gefühl habe, dass da die Audioqualität ein bisschen besser ist. Es ist so crazy. Mich hat dieses Thema damals total getriggert, als Sophie das so gesagt hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch da draußen das ein oder andere Wesen gibt, das diesen Podcast hört und sagt, Alter, habt ihr eigentlich einen Dachschaden? Was ist mit euch los? Und ich habe sehr, sehr viel zu dem Thema zu sagen, was Verständnis angeht. Und das würde ich wahnsinnig gerne heute teilen, weil als es bei mir geschnackelt hat, was Sophie damit gemeint hat, mit dem, was sie jetzt gerade gesagt hat, hat sich gefühlt in meinem Leben alles verändert. Okay, ich glaube, das sage ich auch sehr oft. Aber das war eine der Sachen, wo ich einfach nur... also das war so krass und es war auch wieder so ein Moment, so you get it when you get it. Ja, also vielleicht ist für dich der richtige Moment, um wirklich nochmal durchzuatmen, all deine Barrieren runterzulassen und nochmal von der Energie zu empfangen, weniger von den Worten. Also Gefühle sind Momente, sind nicht dazu da, um permanent zu sein. Gefühle, unser Körper hat Gefühle, ja. Es gibt da diese Kategorien in Gefühle, die wir gerne fühlen und Gefühle, die wir nicht so gerne fühlen, ja. Das Ding ist nur, dass wir aus irgendeinem Grund beschlossen haben, bestimmte Gefühle entweder nicht fühlen zu dürfen oder bestimmte Gefühle festhalten zu müssen. Und beides ist fucking ungesund.
Weil nicht nur ist eine Bam! Weil nicht nur ist eine künstlich aufrecht gehaltene Traurigkeit wahnsinnig ungesund für den Körper, sondern, okay, Achtung, hast du schon mal versucht, Euphorie hochzuhalten? Das ist so anstrengend. Euphorie hochzuhalten, da kannst du dich eigentlich gleich ins Bett legen und schlafen, weil danach sind deine Akkus erstmal leer. Ja? Und genau darum geht's. Gefühle sind Energien in Bewegung und die wollen sich, egal ob wir sie als positiv oder negativ bewegen, durch unseren Körper durchbewegen. Und die Verwechslung, die passiert ist, ist einfach die, dass wir zum einen beschlossen haben, unsere Gefühle müssen unser Kompass sein im Leben. Ja? Und ich weiß nicht, ob du schon mal aus einer Ich nenne es immer auch ganz gerne Emotionen. Hast du schon mal aus einer Emotion eine Entscheidung getroffen? Und 2 Stunden später hast du dir an den Kopf gefasst und dachtest dir, sag mal, wer hat mir eigentlich ins Hirn geschissen? So. In dem Fall würde ich einfach mal sagen, hast du halt eben einer Emotion das Ruder überlassen. Und auch daran ist einfach nichts falsch oder nichts richtig, sondern es geht einfach nur darum zu verstehen, dass wenn Sophie und ich von Wahrnehmung sprechen, dann kannst du diese Wahrnehmung auch in deinem Körper fühlen oder spüren, aber es ist eben kein Gefühl. Weil Gefühl, schau dir mal das Wort an, gehen steckt da drinnen. Und das Fühlen, also diese Gefühle, die wollen einfach wieder gehen. Die sind einfach nur da, machen deinen Körper auf irgendeine Art und Weise lebendig. So, ja, also zumindest in meiner Wahrnehmung, so, keine Ahnung, ob das für jeden so ist. Für mich hat das trotzdem auch was mit Lebendigkeit zu tun. Aber kein einziges Gefühl ist dafür da, um es permanent im Körper zu halten. So, fertig. Jetzt kannst du wieder reden. Ja, sehr cool, was du gesagt hast. Mhm. Das Ding ist ja, unser Körper fühlt und unser Wesen spürt. Das heißt, der Körper ist der, der fühlt eine angenehme Berührung, der fühlt einen schönen Stoff auf unserer Haut. Ja. Kuscheleinheiten, was auch immer. Das ist das, was der Körper fühlt und unser Wesen spürt. Und durch unsere Gefühle, also, und du hast es auch ganz schön gesagt, so, wir haben so positive und negative Gefühle. Beides sind Bewertungen, wie wir wissen. Und wir versuchen auch ständig zu beweisen, wer wir eigentlich sind durch unsere positiven Gefühle. Also vielleicht hast du dein Leben lang versucht, immer positiv zu fühlen. Ich habe nur positive Gefühle jedem gegenüber und allem gegenüber. Die Daniela hat schon gesagt, finde ich auch ziemlich anstrengend, ständig positive Gefühle zu haben oder negative Gefühle. Generell, Gefühle sind anstrengend. Und ja, das ist einfach so, so spannend mit diesen Gefühlen, weil wir sie auch so wichtig nehmen. Und eben, wo war ich stehen geblieben? Genau, dass wir ständig beweisen mit unseren Gefühlen, mit den positiven Gefühlen, wer oder was wir sind, anstatt einfach zu sein. Also vielleicht auch da anhängen bei Emotionen zum Beispiel. Das ist die niedrige Harmonie von Sein. Und wir versuchen ständig durch unsere Gefühle und unsere Emotionen oder auch unsere Gedanken, die niedrige Harmonie sind von Wissen, zu beweisen, wer wir sind, anstatt einfach nur zu sein. Und das ist ja diese Unendlichkeit, dieses ja, unendliche Wesen. Wenn wir unendliche Wesen sind, sind wir unendliches Wissen, unendliche Wahrnehmung, unendliches Sein. Und wir glauben aber, dass wir unsere Gedanken und unsere Gefühle sind. Und damit schneiden wir uns aber wieder ab von unserer Wahrnehmung, von unserem Wissen. Und ich glaube, das Schwierige ist auch so dieses, du weißt ja mittlerweile, dass du Dinge weißt, die andere nicht wissen. Oder du weißt halt ganz einzigartige Dinge. Und das, der Krux, oder das, ich sag mal der oder das Krux, der Krux an der ganzen Sache ist. Die Krux. Die Krux, danke. Gerne. 3 Möglichkeiten. Die 3 Möglichkeiten, yay. Wie wird es noch besser? Genau. Und die Krux an der Geschichte ist, dass wir oft keine Beweise haben für unser Wissen. Wir haben keine Beweise für unsere Wahrnehmung. Wir kommunizieren sie jemand anderen und er denkt sich, hey, du bist doch verrückt. Aber du weißt es einfach. Und was wir aber dann machen ist, anstatt oder das auch wahrzunehmen, wir gehen dann in das Gefühl. Und das Gefühl ist aber die Verlangsamung davon.
Ja, es ist so geil, weil dieses Thema so vielschichtig ist. Auch da mal so zu verstehen, dass zu fühlen nicht bedeutet, dass du irgendwie schwach bist oder so, oder dass du jetzt deine Gefühle komplett abdrehen musst und alles unterdrücken musst, ja, sondern es geht einfach, es geht immer ums Fließen lassen, es geht immer um den Fluss und um dieses Gewahrsein zu verstehen, wann kontrahiert mein Körper und wann spüre ich diese Weite? Und du kannst wirklich, also zumindestens ist das meine Wahrheit, das, was ich mit meinen Klienten und Studenten erlebe, immer dann, wenn unser Körper kontrahiert, beißen wir uns halt an irgendwas fest. Und wie du gerade schon gesagt hast, wir versuchen, irgendwer zu sein. Ja, ich meine, da, das spielt natürlich auch ganz, ganz viel mit rein, unsere Konditionierung und so weiter. So, dass wir wollen auch niemandem irgendwie einen Teil seiner Geschichte absprechen oder sowas. Überhaupt nicht. Ich weiß, dass ich irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, das ist schon eine ganze Weile her, habe ich mal das Feedback bekommen, so von wegen, ja, bei dir ist ja auch immer alles so leicht und bei dir ist ja alles so tutti frutti und du hast ja keine Probleme in deinem Leben und so weiter, aber du verstehst mich einfach nicht. Und da ist einfach eine riesengroße Verwechslung passiert, weil nur, weil ich sag mal so dieses, okay, ein bisschen härter formuliert, dieses Theater nicht zwangsläufig mitspiele und die Gefühle immer wieder bestätige und bestätige und bestätige und das Drama und ja, oh mein Gott, und du hast so eine schwere Geschichte gehabt, heißt aber noch gleich fünfmal nicht, dass ich dieser Person nicht trotzdem auf Augenhöhe begegnen kann. Und was kreiert es wirklich, wenn du jemandem begegnest, wo du einfach deinen Gefühlen freien Lauf lassen kannst, die halt gerade raus müssen, ja, zum Beispiel auch deine Tränen. Und du spürst aber, du hast einfach den Raum und dann ist auch wieder gut. Du musst nichts durch deine Tränen beweisen. Du musst deine Tränen nicht künstlich aufdrehen oder hochdrehen, ja, weil auch das ist einfach anstrengend. Und was kreiert es wirklich auch für einen Raum, selber zu verstehen, okay, ab wo es auch, ja, klingt vielleicht komisch, aber ab wo es auch einfach mal gut? So, ich hatte immer so einen krassen Drama-Lama-Teil in mir, der wirklich alles so stark aufgebauscht hat. Und ich weiß, dass ich auch immer noch so einen Teil in mir trage und dass das, ich sag mal so ein Stück weit auch, auch so dieses Ding ist, ich liebe es einfach, Geschichten zu erzählen und ich mag das da ein bisschen mit den Gefühlen, ne, die Gefühle mit reinzunehmen. Das Ding ist, ich richte meinen Fokus darauf, die Gefühle in meinem Leben als Tool zu benutzen. Und nicht als Seinszustand. Also ich kann auch ein leichtes Körpergefühl haben, ein also quasi freudvoll sein, lebendig sein, wenn mein Körper gerade weint. Um es mal ein bisschen, ich sag mal, getrennter zu formulieren, ne? Auch fürs Verständnis. Auch wenn mein Körper gerade weint, wenn meine Zellen zum Beispiel gerade trauern um irgendwen, ja, dann ist es ja faktisch nicht mein unendliches Wesen, das um ein anderes unendliches Wesen trauert, weil in Wahrheit gibt es da keine Trennung. So, aber unser Körper, unsere Zellen dürfen ja trotzdem trauern, dass wir uns jetzt halt gerade nicht physisch spüren können. Dass ich vielleicht trotzdem wahrnehmen kann, ja, okay, ne, wie heißt es immer so schön, ja, der Mensch ist ja nicht weg, die Person ist ja nicht weg. Aber dass halt, dass ich meinen Zellen trotzdem auch die Möglichkeit gebe, das einfach die Ladung loszulassen, die das vielleicht hochgebracht hat. Vielleicht ja auch nicht, aber vielleicht ja auch schon. Und dann ist es meiner Ansicht nach einfach auch okay, diesen Tränen freien Lauf zu lassen. Aber ich muss halt auch nicht eine Riesennummer draus machen oder mit meinen Tränen beweisen, wie sehr ich an diesem Menschen gehangen habe. Oder, ne? Ja. Das ist das so ein bisschen, das ist so ein bisschen dieser Flavor dahinter. Ja, ich würde sagen, es sind tatsächlich auch zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist so dieses, eben, ich fühle mich total traurig, habe mich vielleicht auch eingekauft in das Ding, dass ich traurig sein muss. Und deshalb inszeniere ich, sage ich jetzt mal bewusst dieses Wort, der ja, inszeniere ich ständig dieses Gefühl Traurigkeit, Traurigkeit, Traurigkeit. Und das andere ist,
sind vielleicht auch einfach Tränen der Verletzlichkeit, da wo du dich eben zeigst, ohne deinen Barrieren, ja. Also einfach alle Barrieren unten und einfach bist. Und dabei kannst du natürlich auch Tränen vergießen, aber es sind nicht diese Tränen der Traurigkeit, diesen, ja, wo man so diesem Gefühl eben nachgeht. Und Gefühle, das ist auch wirklich spannend, weil sie uns so steuern. Und wir haben auch so beschlossen, dass wir eben die Gefühle, die wir haben, das sind wir. Also wir haben auch so unsere Identität aufgebaut über die Gefühle, die wir haben. Weil nicht zu fühlen, also keine Gefühle zu haben. Viele Leute sind ja auch, oder wie du auch gerade vorher gesagt hast, ja, es hat dich so ein bisschen unrund gemacht, das Thema. Und ich habe ja jetzt gerade einen Foundation-Kurs und die war schon mal bei mir, die ist jetzt das zweite Mal dabei und hat auch zu mir gesagt, so, das hat sich so getriggert, das erste Mal. Sie ist richtig wütend auf mich geworden, als ich das gesagt habe. Ich auch. Du ich auch? Ich war stinksauer, dachte mir, Sophie, ohne Scheiß, geh einfach nur, mhm. Lass mich in Ruhe. Ja, weil wir uns so identifiziert haben über unsere Gefühle und die, ich glaube, genau, worauf wollte ich hinaus, ja, weil wir denken uns dann, okay, aber wer bin ich denn dann ohne meine Gefühle, ohne meine Emotionen, ohne meine Gedanken, wer bin ich dann und wie fühlt sich das an? Und das Ding ist, es spürt sich tatsächlich nach nichts an. Es gibt keine Referenzpunkte dazu. Keine Gefühle, keine Emotionen zu haben, keine Gedanken, dieses Gedankenkarussell nicht zu haben. Ja, das spürt sich tatsächlich nach nichts an. Man fühlt dann nichts. Und das heißt aber nicht, dass man dann herzlos ist oder kalt ist oder dass einem alles egal ist. Das ist es nicht, sondern es ist das, was du wahrhaftig bist. Das ist dein Sein. Ein unendliches Wesen, also nehmen wir wieder das Baby. Okay, ein Baby liegt im Kinderwagen. Es ist ja einfach diese Freude. Freude ist ja kein Gefühl, wie wir schon besprochen haben. Es ist euer Seinszustand. Okay, und dann lachen die grundlos und die haben keine Gefühle oder Emotionen und denken auch nicht darüber nach, oh, was wird passieren, wenn ich dann pensioniert bin? Ja, wer passt dann auf mich auf? Die haben das nicht. Und das ist dieses, das fühlt sich nach nichts an. Aber es ist so lebendig. Ja! Kinder sind so lebendig. Babys sind so lebendig einfach nur. Und es ist ja auch so spannend. Ich habe heute meine kleine Nichte gesehen. Die ist jetzt 9 Monate. Und es ist total spannend, weil die auch ihre Gefühlszustände so schnell wechseln kann. Und ich finde, das ist einfach so das Sinnbild von dem, was Gefühle sind, die fließen halt durch den Körper und im einen Moment hat ihr halt irgendwas nicht gepasst und dann war sie voll wütend und war so und 5 Sekunden später hat sie sich den Arsch abgelacht über irgendwas und sie war aber die ganze Zeit so, ja, ansichtslos irgendwie, aber nicht auf eine, ja, ansichtslos, ne? Das klingt auch schon wieder so total negativ, ist halt einfach. Ja, und die Frage ist, wie sehr hat sie das auch verwendet, um diese Energien, nenne ich es jetzt mal, um zu bekommen, was sie möchte. Das können ja Kinder sehr, sehr gut. Schon auch sehr zuverlässig, ja, mhm. Klar, natürlich, natürlich. Ja. Oder wie viele Gefühle und Emotionen nimmt sie schon wahr bei anderen und macht es dann schon zu ihren, weil das ist das, was ich eben damit sagen wollte, ja, so als eben als Baby hatten wir diese Gefühle und Emotionen gar nicht. Und wir schnappen sie halt auf. Wir kaufen uns ein in die Emotionen und die Gefühle der anderen und auch in die Gedanken. Und vielleicht, ich würde auch gerne ein Beispiel nennen zu diesem Thema eben Gefühle und Wahrnehmung. Das war so spannend, weil ich hatte bei so einer Challenge mitgemacht. Und da ging es darum, dass jemand ein Buch rausbringen wollte. Und er war die ganze Zeit in der Frage damit, ob er dieses Buch rausbringen sollte, unter seinem Namen oder als Ghostwriter. Weil er würde halt in dem Buch veröffentlichen, dass er halt viele, 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 viele schlimme Dinge gemacht hat. Also in dieser Realität gesprochen, viele schlimme Sachen. Und er hat natürlich schon an diese ganzen Konsequenzen gedacht und er war in diesem Denken. Was passiert, wenn ich das unter meinem Namen rausbringe? Verliere ich dann meinen Job, weil meine Arbeitskollegen erkennen, was für ein Monster ich bin oder bla 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 bla. Ja, also es waren halt diese Gefühle und die Gedanken und Emotionen dabei. Und das war so spannend, weil wir hatten dann einen Call und da waren ganz viele Leute eben
die Exes machen und die ihm Fragen gestellt haben. Und es war halt so dieses, ja, aber wie ist das, wenn du, also was nimmst du wahr? Was kannst du für ein Beitrag sein, wenn du dieses Buch rausbringst unter deinem Namen? Ja, was für ein Beitrag bist du für diese Realität, wenn du dich quasi damit outest? Ja, was ist hier sonst noch möglich? Und vielleicht merkst du gerade, dass es einfach so eine unglaubliche Weite macht. Und das hat es bei ihm auch gemacht. Du hast wirklich gesehen, so wie seine Mundwinkel immer mehr rauf und rauf und rauf und rauf gehen und er einfach diese Wahrnehmung gekriegt hat. Wow, das könnte so ein Geschenk sein, dieses Buch, ja, das könnte so, das ist, war so eine expansive Energie und genau das ist die Wahrnehmung. So, und dann war da eine dabei und die hat ihn gefragt, naja, die hat dann so gesagt, naja, das ist ja alles sehr heroisch, was ihr da quatscht, nur ich möchte jetzt wissen, wie du dich dabei fühlst. So, man merkt schon hier an der Energie, der ganze Raum ist wieder zusammengefallen und er ist wieder in sein kleines Mäuseloch gekrochen und er sagt, naja, er fühlt sich da nicht so gut. Natürlich fühlt er sich nicht so gut, es wäre total außerhalb seiner Komfortzone. Das ist eben der Punkt, und, ja. Ja, und es wäre, und die dieses Gefühl haltet uns dann in unserer Komfortzone, anstatt zu sehen, okay, wow, meine Wahrnehmung darüber, wie das wäre, wenn ich das veröffentliche unter meinem Namen, ist so riesig und so expansiv. Wow, I just go for it. Aber nein, er hat sich wieder in sein Mäuseloch zurückgezogen. Und das ist so spannend. Und ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Beispiel, wie das ist mit Gefühl und Wahrnehmung. Absolut. Geil, danke fürs Teilen. Mhm. Es ist irgendwie auch so, ich finde es immer wieder so, so interessant, weil Theta Healing haben wir ein, wie nennt man das, ja, ein Element, was einen ganz großen Teil dieser Arbeit ausmacht und das heißt Gefühlsarbeit. Und als damals die Sophie im Kurs gesagt hat, also vielleicht wisst ihr, worauf es hinausläuft, ja, ich so voll into Theta Healing und sie so, Gefühle sind nicht echt. Gefühle sind die niedrige Harmonie von und ich war so, du zerstörst meine ganze Arbeit. Jetzt kann ich meine Arbeit nicht mehr machen. Das war so. Und dann hat sie noch gesagt, nein, okay, die Bombe droppen wir wann anders. Mit. Und ich war so, ich bin nach Hause gekommen, zur Haustür rein, mein Freund schaut mich an, er so, ist alles gut. Ich habe ihm einfach nur meine Tasche in die Hand gedrückt, ich so, ich muss nochmal spazieren gehen. Bin dann um den Block gelaufen, habe mir wirklich überlegt, gehe ich morgen nochmal zum Kurs oder lasse ich es sein? Und ich habe noch nie irgendeinen Kurs abgebrochen. Es wird Zeit für Joyball! Okay, darüber geht, also dazu werden wir ein andermal in einer anderen Definitiv, Folge definitiv. Lasst uns mal bei den Gefühlen bleiben. Und genau. Was ich rausgefunden habe, war, also erstes Mal, dass ich nicht mit Theta Healing aufhören muss, ja, sondern ich habe einfach herausgefunden, was Sophie damit wirklich auch meint, ne? Das, was ich vorhin erklärt habe, dass es eben nicht darum geht, dass wir jetzt irgendwas von uns abschneiden müssen oder was weiß ich, sondern es geht einfach darum, dass wir uns nicht mehr aufhalten lassen, dass wir einfach mehr wählen und mehr kreieren und uns weder von unseren Gefühlen noch von unseren Gedanken noch von unseren Themen zurückhalten lassen. Und das ist schlussendlich das, warum ich einfach diese Arbeit, die ich tue, auch so unglaublich gerne tue, weil wir so schnelle Erfolge erzielen, weil wir einfach genau an solchen Themen, ja, ich sage mal, arbeiten können. Das klingt immer nach wahnsinnig harter Arbeit. Die ist es nicht. Sie ist nicht hart. Ja, und sie ist einfach so erleichternd. Und darum geht es eben zu verstehen, hey, es ist total okay, dass du, wenn du jetzt, ne, auch wie der Mann, klar ist es in Ordnung, dass es für ihn was hochbringt, wenn er mal ganz ehrlich einfach mal so seine Hosen runterlässt in einem Buch, ja, und dass die Leute einfach wirklich auch die Wahrheit über seine Geschichte lesen können. Das ist ein Riesen-Step raus aus der Komfortzone. Aber was ist, wenn wir einfach alles auch verändern können, dass wir es als die geile Scheiße wahrnehmen können, die es wirklich ist. Weil wie geil fühlt sich das an, so einem expansiven Raum zu folgen, einer Kreation zu folgen, auch wenn man vielleicht im Vorfeld die Hosen voll hat oder sich denkt, boah, shit, was kommt da auf mich zu?
Aber was ist, wenn du das alles verändern kannst und wenn du diesen Weg einfach auch noch genießen kannst und wenn das keine Qual sein muss, sondern wenn du einfach das Geilste kreieren kannst, ohne dass du dich halt aufhalten lassen musst? Mhm. Ja? Ja, und das, ja, voll. Und das ist ja so dieses, eben, wir sind dann aus dem Gefühl gesteuert. Wenn ich dich frage, oder wenn ich diesen Typen frage, okay, wie fühlst du dich? Gut, dann geht er in sein Mäuseloch zurück. Aber wenn man ihn fragt, okay, hey, was nimmst du hier wahr? Was würde das alles kreieren? Dann macht es einfach einen Raum. Das ist Ermächtigung. Das ist da. Und wenn er eben nicht in das Gefühl geht, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, wenn er nicht in das Gefühl geht, sondern in seiner Wahrnehmung, was es kreieren wird, von da aus erkennt er dann, okay, wow, ich habe hier Wahl. Ich muss mich nicht von meinem Gefühl steuern lassen. Ich habe eine Wahrnehmung, dass es was Großes kreiert. Und dann go for it. Dann machst du es einfach und wählst es. Aber du bist nicht mehr, aber du bist nicht mehr durch das Gefühl gesteuert. Genau. Das dich aufhaltet, das dich klein macht. Und im Grunde ist es doch auch, also ich finde, auch gerade wenn du das so sagst, ne, das hat einfach auch was damit zu tun, wenn du das jetzt mal im Alltag anwenden willst, hat es einfach was damit zu tun, so worauf fokussierst du dich? Fokussierst du dich auf alles, was scheiße laufen könnte, wenn du es tust, auf all das, was die Leute sagen könnten, auf all, ne, so worauf fokussierst du dich? Oder gehst du einfach diesem Raum, dieser Energie nach, folgst du dieser Expansion? Und ich sag immer, so in meiner Welt, räumst einfach das auf, was sich unterwegs so zeigt. Ja, es ist so, okay, da kommt ein Gefühl hoch, das Gefühl mag sein, oh scheiße, ich muss meine Komfortzone verlassen, cool, dann kannst du dich gleich mal wieder fragen, okay, wem gehört das hier eigentlich, kannst du es zurückschicken, kannst machen damit, was du möchtest, nur es einfach nicht wahr und real zu machen, und das ist das Wichtige, sondern, also, dass du halt weiter in deiner Wahrnehmung folgst, okay, du weißt, wenn du das machst, es wird was Großes kreieren und ja, der Weg wird unkomfortabel, so what? Genau, wie viel Spaß kann ich damit haben? Ja, wie viel Spaß kann ich damit haben? Ein jedes Mal, wenn du auch was fühlst, kannst du dich selber da rausholen, indem du einfach fragst, wirklich die Frage stellst. Nicht, wie fühle ich mich, sondern was nehme ich hier wahr? Und nicht, was fühle ich hier, sondern was nehme ich hier wahr? Ich brauche das gar nicht erklären. Nein, aber es ist schön, wenn du es erklärst. Wiederholungen helfen. Es macht aber viel mehr Raum. Ja. Ja. Und einer meiner liebsten Sätze ist auf Deutsch übersetzt, ich bin komfortabel damit, mich unkomfortabel zu fühlen. Schön. Das ist so ein geiler Mindset-Shift. Also mir hilft es unglaublich, immer wieder mich daran zu erinnern, okay, was ist hier eigentlich meine Wahrheit? Ja. Ja, total geil. Diese Gefühle, Menschenskinder. Ja, und ich weiß, also selbst wenn das jetzt Coach-Kollegen hören und die alle eben, wie du sagst, Daniela, mit Gefühlen arbeiten und so, ja, schaut es auch da, okay, was kann man für andere Fragen stellen, die einen gleich da rausholen aus diesem ganzen Gefühlsgedusel, weil es ist nur Gefühlsgedusel und gerade auch jetzt in dieser politischen Situation wieder, wie viele sind gerade wieder nur im Gefühl drinnen? Oh mein Gott, jetzt ist wieder was Schlimmes. Jetzt müssen wir uns alle wieder schlecht fühlen. Und alle kaufen sich ein in das Gefühl vom anderen. Und alle fühlen sich wieder kollektiv schlecht. Ja, es ist so geil, dass du das sagst, weil das wäre jetzt auch noch eine Sache gewesen, die ich total gerne angesprochen hätte. Einfach so aus dem Grund, weil es sich halt eben auch, es kann sein, dass es sich einfach super real anfühlt, dieses Weltuntergangsszenario oder was auch immer da hochkommt. Und es geht aber, wie du gerade schon gesagt hast, darum zu verstehen. Und das ist meine Wahrheit. Macht damit einfach, was ihr wollt, ne? Bisher. Meine Wahrheit ist halt die, so, ja, es ist okay, dass da so
eine Emotion hochkommt, dass ich mich vielleicht machtlos fühle oder das Gefühl habe, so, boah, scheiße oder Kontrollverlust oder was auch immer. Nur, was kreiert es wirklich, wenn du diesen Raum immer weiter fütterst? Hilft es irgendwem? Hilft es dir? Hilft es wirklich auch den Menschen, die einfach gerade Hilfe brauchen, sag ich mal? Ja, oder wäre es vielleicht doch eine coole Sache, deinen Fokus mal darauf zu richten, was du wirklich tun kannst, was du wirklich, wo du beitragen kannst? Weil, ja, und auch da, ne, ich mag es schon auch immer wieder so diese Perspektive mit einzubeziehen, zu sagen, es ist okay, wenn du dich einfach mal handlungsunfähig fühlst. Und du kannst dich aber auch immer wieder dafür entscheiden, deinen Fokus darauf zu legen, okay, aber wo kann ich handeln? Was kann ich tun? Und du kannst definitiv, deine eigenen Wahlen liegen zu 100% in deiner Hand. Da, wo dein Fokus hingeht, das liegt in deiner Macht, ob dir das schmeckt oder nicht. Und auch ich muss mich da immer wieder dran erinnern, ja, dass es ja schön und gut ist, so meine Handlungsunfähigkeit sozusagen auf die ganze Welt zu projizieren, aber wem hilft das wirklich was? Und was würde passieren, wenn wir uns einfach jeder einmal am Tag, nur einmal am Tag, einen Reminder ins Handy stellen würden mit dem Ding Refokus? Also fokussier dich und schau, wo fließt gerade meine Kreationsenergie hin? Und ist es wirklich, also will ich die da wirklich haben? Mhm. Ja, weil das ist wie so ein Autopilot und den können wir halt am besten dann stoppen, wenn wir uns selber immer wieder liebevoll, aber bestimmt daran erinnern, wo eigentlich die Richtung ist. Weißt du, wo es eigentlich, versteht man das? Weißt du, was ich meine? Ja, ich fuchtel hier mit meinen Händen und denke mir so. Ja, weil diese Gefühle sind das, was dich übermannt, ja, das überrollt dich. Das ist so dieses... Eben, dass die Gefühle kontrollieren dich. Und was die Daniela, glaube ich, meint, ist dieses einfach, hol dich da raus, ja, und geh in dieses, hey, in eine Frage zum Beispiel, wie kann ich hier beitragen? Und ich sage euch, mit was ihr der größte Beitrag vielleicht sein könnt, auch einfach in eurer Frequenz zu bleiben, in einer hohen Schwingung, eure Freude weiterhin zu leben. Wir sind hier bei den Joy Bombs. Es nutzt niemanden, wenn jetzt wieder alle im Kollektiv traurig sind. Ja, was ist, wenn wir einfach die Frequenzen hochhalten und uns mehr denn je erlauben, in unserer Freude zu sein? Auch wenn gerade rechts da drüben die Welt untergeht. Weil, das ist ja auch eben genau der Punkt, so können wir zusammenhalten, so können wir zusammenhelfen, so können wir mehr kreieren. Mhm. Ja, und das ist da auch, wo man wieder, wenn ihr in dieser hohen Frequenz bleibt, dann ist es ja auch da, wo wir wieder die Möglichkeiten sehen. Okay, was kann ich von hier aus wählen? Wahrheit, geht die Welt wirklich unter? Oh, meine Wahrnehmung ist nein. Okay, also kann ich meine Gefühle über Bord schmeißen, weil sie sind anscheinend nicht wahr und real. Und. Da kommt man wieder in die Aktion. Ein Gefühl bringt dich immer in die Reaktion. Ein Gefühl ist die Reaktion. Es ist eine Zustimmung oder eine Ablehnung. Mhm. Und die Wahrnehmung darüber, okay, wird die Welt wirklich untergehen? Werde ich sterben? Muss ich flüchten? Das ist was ganz was anderes. Das holt euch sofort raus aus der Emotion oder aus dem Gefühl. Voll, das ist so geil, dass du das gerade sagst mit der Aktion und mit der Reaktion. Ich habe nämlich die letzten Tage ein Seminar über Hormone gemacht. Und die Hormone sind ja für unsere Gefühlsreaktionen im Körper verantwortlich. Und wir haben, es war so unfassbar spannend. Wow, war das spannend, zu beobachten, wie wir wirklich binnen von einer Sekunde, nicht mal einer Sekunde, unseren Gemütszustand verändern können durch unseren Fokus. Und ich hab das vorher schon auch gewusst, ne, so. Aber in diesem Seminar ist mir noch mal so viel mehr klar geworden, dass es darum geht, dass wir halt auch wieder verstehen, dass wir wirklich der Boss sind und dass wir auch unsere Gefühle steuern können. Und am besten ist, du hast gar keine. Bam! Joy Bomb! Es ist immer eine Limitierung. Das Gefühl ist immer die Limitierung von dem, was du tatsächlich wahrnehmen kannst. Das ist die Limitierung von deinem unendlichen Wesen.
Das ist immer da, wo wir uns, diese Gefühle sind immer so diese Connection Points, diese Verbindungspunkte, die wir suchen zu Menschen, zu uns selber vielleicht auch. Ja, ganz oft ja auch so zu unserer Vergangenheit oder so, ne? Ja. Ja, aber was halt, wenn wir uns auch einfach nicht über unsere Vergangenheit oder über unsere vergangenen Erlebnisse weiter definieren müssen, sondern wenn wir einfach eine neue Wahl treffen können und der folgen können. Ja, und wie viele fühlen sich schlecht wegen ihrer Vergangenheit? Ja. Mir ist das und das und das passiert. Ja. Ich habe das und das und das gemacht. Der war gemein zu mir. Ich hatte eine furchtbare Kindheit. Wir sind ständig in diesem Gefühl, Gefühl, Gefühl. Alles war furchtbar, schrecklich. Anstatt zu sagen, okay, cool, cool, weg damit. Sind vielleicht auch alles gar nicht meine Gefühle. Oder ich habe gedacht, ich muss das fühlen. Weil das macht man als guter Mensch. Ja. Ja, voll. Oder auch jetzt, ne? Ich habe nur irgendwie gerade schon wieder so eine Metaebene eingenommen und habe mir so gedacht, okay, ja, voll interessant. So, wir reden hier so ganz locker flockig darüber, dass ja wirklich eine Realität hier gerade stattfindet, die ganz, ganz vielen Menschen wirklich auch Mühe macht. Und nochmal, es hat nichts damit zu tun, dass wir das irgendwie kleinreden oder das ignorieren. Mhm. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist eine der größten Verwechslungen ever. Weil nur, weil wir immer wieder wählen, uns einfach nicht machtlos zu fühlen, uns nicht in die Ohnmacht oder in die Handlungsunfähigkeit zu gehen oder ne, was auch immer. Ja, das sind übrigens immer einzelne Wahlen, die wir treffen. Also wir wählen auch jeden Tag sozusagen, wer wir sein wollen, wenn ich es jetzt mal so formuliere. Und also wie sehr kannst du wirklich sehen, und ich meine die Wahrheit sehen, wenn du eben nicht blind bist von all dem, was dich da, also wovon du über dich überrollt fühlst. Ja, und was kannst du wirklich auch tun, um, mal in meinen Worten formuliert, um deinen Geist reinzuhalten? Ja, kreiert es für dich mehr, am laufenden Band Nachrichten zu konsumieren, wenn du merkst, dass da für dich ein unglaublicher Schatz dahinter steht und du sagst, boah, da geht für mich voll der Raum auf, go for it. Wenn du merkst, oh, Kontraktion, mir wird schlecht, ich fühle mich zum Kotzen, ich, was weiß ich was, ja? Um Himmels Willen, bitte dreh den Fernseher ab. Und es hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie die Welt ignorierst. Ganz im Gegenteil. Du tust damit so viel Gutes, weil du deine Klarheit wählst vor dem ganzen Gefühlschaos, um wirklich handlungsfähig zu sein. Oh ja. Mhm. Oder? Und darum geht's doch. Wir brauchen mehr denn je einfach Menschen, die wirklich in, ich sag immer so, in inspirierte Aktion treten können. Ja. Und das können wir nicht. Das können wir nicht, wenn wir in einem Gefühlsdickicht stecken. Yep. Tada! So, damit ist jetzt auch alles gesagt. Also ciao. Wiederschauen, bis zum nächsten Mal. Hat mich sehr gefreut. Servus. Tschüss. Ich habe vorhin, bevor wir, also Sophie und ich, wir bereiten uns ja immer wahnsinnig auf die Folgen vor, nicht. Wir sagen nur, wir wollen über das Thema reden und dann machen wir auf Recording und schauen einfach mal, was passiert. Und ich habe vorhin so 5 Minuten vor unserem Call mich mal so ein bisschen eingetunt und habe so reingespürt, was mein Beitrag heute sein könnte, auch wirklich als konkretes Tool. Ich möchte vor allen Dingen die Menschen ansprechen damit, die sagen, hey, ich würde gerne was tun, aber ich fühle mich einfach gerade von meinen Gefühlen überrollt oder ich fühle mich überfordert oder was auch immer. Also würde total gerne einfach eine Übung mit euch teilen, die ich wirklich regelmäßig nutze und die schnell geht, die ihr überall machen könnt und die einfach mein Weg ist, mich immer wieder zu zentrieren und in die Klarheit zu gehen. Yay, schieß los. Ja? Okay. Mhm. Also, wenn du gerade nicht im Auto sitzt und nicht auf dem Radl, dann darfst du auch gern einfach mal deine Augen zumachen und mal einen tiefen Atemzug nehmen. Und jetzt möchte ich,
dass du mal eine Hand auf deine Thymusdrüse legst. Und die Thymusdrüse, die befindet sich so, ich würde sagen, im Dekolleté ungefähr, Dekolleté-Bereich, Herzraum. Leg einfach mal deine Hand auf deinen... Unter den Hals einfach. Leg's einfach irgendwo hin. Fass dich an. Jetzt. Und jetzt nimmst du mal einen Atemzug und ziehst mal deinen Atem wirklich in jede Zelle deines Körpers. Und wenn du das Gefühl hast, du hast in jede Zelle deines Körpers den Atem gepumpt, dann ziehst du noch mal ein bisschen mehr, hältst den Atem mal für einen Moment. Und mit dem Ausatmen lässt du mal durch den Mund alles los. Jede Gedankengrütze, jede Emotion, jedes Gefühl von Überforderung, überall, wo du beschlossen hast, dass du dich jetzt am liebsten einfach unter der Bettdecke verkriechen möchtest, weil du einfach nicht mehr weißt, wie du deinem Leben gegenübertreten musst. Und du nimmst jetzt mal noch ein, zwei Atemzüge genau auf diese Art und Weise und beobachtest einfach mal, wie dein Körper immer mehr loslässt, immer mehr in die Weite geht. Und erlaubst dir wieder, volle Kontrolle über dich zu haben, über dein Leben zu haben. Und triffst jetzt hier die Wahl, volle Kontrolle zu haben. Triffst hier die Wahl, dass du genau zur richtigen Zeit am richtigen Platz bist. Und dass du von diesem Platz aus, egal ob der metaphorisch ist oder physisch gesehen, dass es genau der Platz ist, von wo aus du den größten Beitrag für die Menschheit leisten kannst. Für dein Leben, fürs Leben deiner Familie, deiner Liebsten und auch für die Menschen, wo du einfach das Gefühl hast, hey, da würde ich gerne helfen, aber ich weiß nicht wie. Und du sagst einfach mal ja zum Hier und Jetzt. Und dann machst du dich ganz weit. Stellst dir mal vor, dass du so richtig reinschmilzt in deine Umgebung, wie so ein Stückchen Butter, das in der Sonne liegt. Schmilzt einfach so richtig rein, wirst immer weiter und weiter und weiter. Und überall da, wo du in deinem Körper auch spürst, dass es vielleicht immer noch eng ist, stell dir vor, es ist wie ein Stück Butter in der Sonne. Und es schmilzt einfach. Es wird ganz weich. Ganz, jetzt hätte ich fast gesagt, ganz sahnig. Und dann spür mal deine Füße. Spür mal gleichzeitig deine Hand, die auf deiner Thymusdrüse liegt. Und spür mal die Spitze deines Kopfes. Und erlaub dir, dass du jetzt in deine Klarheit trittst. Dann kannst du, wenn du willst, nochmal durchatmen. Kommst einfach wieder zurück. Das könnte zum Beispiel eine kleine Übung sein. Sehr, sehr cool. Danke, Daniela, dass du das mit uns teilst. So gerne. Danke, dass ich es teilen durfte. Ja, klar. Voll gut. Und weißt du, wenn du hier gerade zuhörst im Podcast, dann bist du definitiv ein Mensch, der weiß, dass er einen unglaublichen Beitrag zu geben hat. Ja. Mhm. Und wahrscheinlich auch nimmst du wahr, dass es was Größeres gibt, als ja. Das, in das wir uns oft einkaufen. Ja. Mhm. Ja. Das darfst du auch einfach mal anerkennen an dieser Stelle. Definitiv. Mhm. Und wenn du Lust hast, eine andere liebe Kollegin von mir, ja. Die Anja Stauffenbiel und ich, wir machen einen Facilitierungscall, tatsächlich einen kostenlosen zum Thema Gedanken und Gefühle. Und ja, schau einfach auf meine Webseite sophiejani.com unter meine Kurse und da findest du den Call und da kannst du dich anmelden. Geil. Wie heißt der? Hat der auch wieder so einen fancy Namen? Ja, Fuck Off Gefühle und Emotionen. Warum frage ich eigentlich? hätte ich es mir wirklich denken können. Genau, wir mussten ihn dann für die Facebook-Werbung Bye-Bye Gefühle und Emotionen nennen, weil Facebook uns gesperrt hat.
Das wird studiert sein. Ihr werdet zwei Titel finden. Geil. Aber und wir packen den Link, voll. Wir packen den Link auch einfach, würde ich sagen, unten in die Podcast-Beschreibung. Genau. Danke, Daniela. Ja, danke, dass ihr das macht. Wow. Sau cool. Sau cool. Oh, das wird bestimmt witzig. Vor allem jetzt, wo so viele Menschen wieder in ihren Gefühlen sind und so. Ja. Ja. Werden wir ein bisschen was klären, ein paar Energien klären, die voll wahrscheinlich gut. Nicht eure sind. Das ist so geil. Ihr, wenn Sophie sehen könntet, wie sie da sitzt, voll süß grinst, schon fast ihren Heiligenschein über dem Kopf hat. Bing. Und dann fuck auf Gefühle. Okay. Well. An der Stelle möchte ich einfach nur Danke sagen. Danke an dich, Daniela. Danke an all unsere wunderbaren Zuhörer, an die ganzen wunderbaren Wesen da draußen. Und ja, hey, was können wir beitragen, um die Welt zu verändern? So schön, danke dir. Cool. Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn du uns erzählst, was der Call mit dir gemacht hat. Wir sind natürlich auch total neugierig, was dich vielleicht getriggert hat. Gell? Sind wir neugierig? Wir sind voll neugierig. Ja, ihr dürft uns ruhig schimpfen und sagen, voll. Was für ein Blödsinn. Das total in Ordnung. Gar nicht. Ich fühle mich echt schlecht, wenn ich mir das anhöre. Das dürft ihr auch machen. Und dann hast du trotzdem bis zum Schluss zugehört. Das ist krass. Das ist krass. Und wir freuen uns auch total, wenn du den Podcast teilst, wenn du uns eine 5-Sterne-Empfehlung dalässt. Ja, und einfach, wenn wir von dir hören, von dir lesen. Joy Bomb! Joy Bomb! Yes! Danke, danke, danke und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.